Abonniere Keytoons und lass den unendlichen Spaß beginnen. Heute beginnt der Frühling und die VIP-Pets-Tour auch. Wir haben ein exklusives Interview mit Ihnen. Wie geht's dir? Sehr nervös. Ich zittere wie ein Pudding. Hi, ich habe Pudding für alle mitgebracht. Tja, also ich glaube, wir müssen Julias Pudding probieren. Machen wir eine Pause und danach erzähle ich euch, wie gut er ist. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sein. VIP-Pets, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. VIP-Pets Welttour. Das ist vorzüglich. Hi, VIP-Pets. Ich habe euch auf Instadoc gesehen. Viel Glück bei der Tour. Das werden wir brauchen. Ich hoffe, die Show läuft gut. Sobald ihr auf die Bühne geht, verschwindet die Nervosität. Denkt an meinen Rat. Ich sehe euch alle ganz bald. Großartig. Kelly Cherry wünscht den VIP-Pets viel Glück. Auf meinem Instadoc-Profil ist das Interview. Ich warte darauf, dass Fabio und Fabia mit dem mobilen Salon kommen. Was machen sie nur? Das ist meine Cousine Chiara, obwohl wir eher wie Schwestern sind. Hallo, ihr Lieben. Ciao. Hola. Yesum. Hallo. Hallo. Sie kann euch auf vielen verschiedenen Sprachen begrüßen, weil sie um die ganze Welt gereist ist. Sie ist ein Globetrotter. Ah, ich habe deinen Reiseblog gesehen. Der ist toll. Wie schön, dich endlich persönlich kennenzulernen, Chiara. Aber woher kennt ihr einander denn? Ich hatte Probleme mit meinen Haaren und sie hat mir per Videoanruf geholfen. Übrigens, ich kann es kaum erwarten, die VIP-Pets zu treffen. Ihr habt mir so viel von ihnen erzählt. Ich hoffe, sie mögen mich. Das werden sie. Sie sind so lieb. Oh nein, was für ein Chaos. Wo sind Fabio und Fabia? Sie gehen nicht ans Telefon. Das alles hilft nicht, sich zu konzentrieren. Fokus brauchen wir Künstler, bevor es auf die Bühne geht. Seid ihr bereit für die Jungfernfahrt des mobilen Salons? 3, 2, 1. Könnte es die Batterie sein? Mal sehen, ob ich ein Tutorial finde. Ach, woher soll das Internet wissen, was mit dem mobilen Salon nicht stimmt? Ich sehe mal nach, ob draußen alles in Ordnung ist. Ich hab's. Vor dem Anlassen musst du die Kupplung treten. Bist du sicher? Ja, bin ich. Tu es einfach. Oh nein! Meine Haare! Hast du dich etwa im Schlamm gewälzt? So kann ich die VIP-Pets nicht treffen. Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Ich werde einen besonderen, exklusiven Look ausprobieren. Color Boost. Los geht's. Die perfekte Entschuldigung, um den mobilen Salon zum ersten Mal auszuprobieren. Traveler Style. Wow, du sahst noch nie so gut aus. Die VIP-Pets werden dich erstaunen. Das hoffe ich. Die aktuellen News. Es sieht so aus, als wäre die VIP-Pets-Tour in Gefahr. Vielleicht kommen sie nicht pünktlich zu ihrer ersten Show. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe schon die Nägel von meinen hinteren Pfoten abgekaut. Endlich, da kommen sie. Entschuldigt die Verspätung, aber einen mobilen Salon zu fahren ist nicht wie Fahrradfahren. Was man bekanntlich nicht vergisst. Das hier ist meine Cousine Chiara. Sie wollte euch so gerne kennenlernen. Oh. Hi, VIP-Pets. Wow, ich liebe deine Haare. Ich liebe sie auch, aber wenn wir jetzt nicht losfahren, kommen wir zu spät zur Show. Wir werden Tausende von Fans enttäuschen. Keinesfalls. Schnell, ab in den mobilen Salon. Sie haben mich nicht wegen meines Reiseblogs erkannt. Keine Sorge, sie sind einfach nur zu nervös. Gib ihnen doch einfach einen Tipp. Was für eine tolle Idee. Los geht's. Was ist denn jetzt los? Hast du die Kupplung getreten? Also laut dem Tutorial? Also laut dem Tutorial. Im Tutorial steht. Okay, was sagt denn das Tutorial? Die Handbremse ist angezogen. Ups. Endlich gefahren! Alexia, ich liebe deine Bilder, weißt du? Auf einer meiner Reisen nach Paris habe ich einen Kurs in abstrakter Kunst gemacht. Ach, abstrakte Kunst ist so überbewertet. Nach Los Angeles habe ich ein paar Cupcakes probiert. Bäh, ich kann gerade nicht an Essen denken. Ich bin so nervös wegen der Tour, dass ich Magenschmerzen habe. Oh, Entschuldigung. Ich habe deine Vision. Wir schaffen es pünktlich. Super. Ja, bitte. Jetzt geht's mir besser. Hm?
Ich versuche, ruhig zu bleiben, aber wo seid ihr? Mila, wir haben sie vergessen. Dreh um, Fabio. Was? Das schaffen wir nicht mehr. Mal sehen, das Navi zeigt eine Abkürzung an. 500 Kilometer geradeaus. Ich weiß, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss mich entspannen. Stress ist so schlecht für Meditation. Endlich, wir sind alle zusammen. Schaffen wir es zur Show? Wir werden es versuchen. Entschuldigung, Entschuldigung, Platz machen. Onkel, um die Abkürzung zu nehmen, musst du links abbiegen und dann... Nein! Ohne das Navi werden wir es niemals schaffen. Lebe wohl, meine Bollywood-Karriere. Das war's, Freunde. Das ist das traurige Ende der VIP-Pets. Au, au, au. Wo genau fahren wir hin? Zum Petsville-Theater. Das war der beste Ort für unsere Showpremiere. Da sind so viele Gänseblümchen. Gänseblümchen hier entlang. Durch die Gasse? Wir passen nicht durch. Doch, tun wir. Wir werden da durchfahren. Geht's euch allen gut? Ja! Ja, perfekt! Mir ist schwindelig. Das Beste ist, dass wir pünktlich angekommen sind. Und das alles dank Chiara. Wie gut du riechen kannst. Und was für ein Orientierungssinn. Wie hast du das gemacht? Naja, ich bin um die ganze Welt gereist. Aber klar, du bist Chiara, die berühmte Globetrotter-Bloggerin. Ich hab's nicht gemerkt. Das ist toll. Aber du kamst mir bekannt vor. Wir mussten ein Notfall-Makeover machen. Du bist eine tolle Ergänzung für die Tour. Wirklich? Na klar, du liebst Abenteuer genau wie wir. Du hast ein unglaubliches Haarstyling und du kannst uns helfen, uns nicht zu verlaufen. Komm schon, Wanda, machen wir uns fertig. Du bist der beste Co-Pilot der Welt. Es wäre mir niemals eingefallen, durch diese enge Gasse zu fahren. Du bist so mutig. Danke, Onkel Fabio. Die Show geht gleich los. Aber zuerst lasst uns das neue Mitglied der VIP-Fans begrüßen, die Abenteuerin Chiara. VIP-Pets! 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 I love VIP-Pets! Wir haben so viel Spaß! Was werdet ihr nach der Tour machen? Ihr habt euch eine Pause verdient. Naja. Fertig! Die Haare am Boden verraten es uns. Die Haare? Ich kann die Zukunft voraussehen, indem ich sie mir anschaue. Du wirst sehen. Diese hier formt ganz klar eine Leiter. Und diese hier sieht aus wie eine Person, die darunter durchläuft. Das bedeutet, dass wir heute Pech haben werden. Was? Aber ich trete heute auf. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei. VIP-Pets, immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Yeah. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Der Glückswickler. Pech haben? Nein, nein, nein. Aber meine Weihnachtsshow. Aber Graham, es ist Schicksal. Es steht in den Sternen am Himmel und in diesen Haaren auf dem Boden. Aber weißt du, ich habe nur im Internet darüber nachgelesen. Vielleicht stimmt es auch nicht ganz. Genau. Sowas wie Pech gibt es nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als über Pech nachzudenken. Ich glaube einfach, dass... Also, vielleicht irre ich mich und Pech existiert doch. Oh nein! Ich wurde zu einem tollen Weihnachts-DJ-Event eingeladen. Und jetzt bin ich sicher, dass alles schiefgehen wird. Die Lautsprecher gehen kaputt. Ich werde die Musik zu Hause vergessen. Hi, ihr Lieben. Hi! Gwen, warum guckst du so ernst? Und wo ist Fabio? Ich brauche ein Makeover. Einen Moment, ich komme. Oh nein! Stella hat vorausgesagt, dass heute ein Pechtag sein wird, indem sie Haare auf dem Boden angesehen hat. Keine Sorge, Pech gibt's nicht. Aber wenn's doch so ist, seht her, bin ich singend und tanzend bereit. Babidi-bi, babidi-bab, babadibu, badibab. Entschuldigung. Seht ihr? Das Pech ist einfach überall. Es verfolgt uns. Das ist ein Quatsch, aber Gwen, wenn du das ernst nimmst, warum suchst du dir nicht einen Glücksbringer? Er wird dir Glück bringen. Hä? Du hast recht. Na los, Gwen, such einen aus. Es gibt hier nichts, das als Glücksbringer dienen könnte. Bist du sicher? Schau doch mal die Kette da drüben. Sie ist so hübsch. Ja, sie ist hübsch, aber sie ist kein Glücksbringer. Die wird mein Pech nicht abwenden. Ich finde sie toll. Toll? Sollte meine Show eigentlich werden. Aber jetzt wird sie furchtbar. Gwen, da! Sieh doch nur! Hm?
Oh! Siehst du, Gwen? Das ist ein Zeichen. Denn Hufeisen bringen Glück. Super, Mädels. Wir haben endlich unseren Glücksbringer Jemand hat es gekauft. Seht ihr? Was kann mir denn noch passieren? Das Pech ist überall. Oh! Ein Lockenwickler, das ist es. Viel Glück. Meinst du echt? Na klar. Du hast nicht den Wickler gefunden. Der Wickler hat dich gefunden. Das ist dein Glücksbringer. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Wir müssen Fabio und Fabia deinen Glücksbringer zeigen. Stimmt's, Chiara? Na los, Gwen, schnell. Mit meinem Glückswickler kann mir nichts Schlimmes passieren. Danke dir, Glückswickler. Auf geht's. Hallo, VIP-Pets. Ihr kommt gerade richtig, um zu sehen, wie ich die Weihnachtsbeleuchtung einschalte. Bereit? Oh, ich gebe auf. Diese Lichter funktionieren nicht. Ich werde sie zurückgeben. Seht ihr? Das liegt alles am Pech. Moment mal. Oh, ich habe den Kassenbon verloren. Das ist wirklich Pech. Oh. Oh. Wir sind verflucht. Gwen, keine Zeit für Drama. Wir müssen gehen. Bereit? Ja! Los geht's! Nächster Halt, Gwens Christmas DJ Show! Ja! Hör mal, Gwen, das ist nicht nur einfach eine Frisur. Es ist viel mehr. Es ist ein Color Boost Look. Und wir werden den Wickler benutzen, der dir, Glück bringt. Also, alles wird gut werden. Das hoffe ich. Ich brauche es. Hört auf! Pech gibt es nicht. Und übrigens, wir sind fast da. Jetzt schon? Aber meine Haare sind noch nicht fertig. Ganz ruhig, Gwen. Wir sind fast da. Es ist fast soweit. Noch ein bisschen. Hä? Ah, oh. Au! Nein! Ein zerbrochener Spiegel bedeutet 7 Jahre Pech. Ich halte das wirklich nicht mehr aus. Und ich habe die Quittung nicht mehr. Das ist alles meine Schuld. Komm schon, Gwen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns den Glückswickler-Look machen. Okay. Ja. Yeah. DJ Style. Wow, man sieht den Lockenwickler kaum. Ich will ihn anfassen. Dein Haar ist perfekt, so wie es ist. Fass es nicht an oder du wirst es durcheinander bringen. Na los, Gwen, komm schon, du schaffst das. Glaub an dich selbst. Und jetzt ist es Zeit für DJ Gwen. Es ist Weihnachten. Das muss wirklich Pech sein. Ich wusste, dass Gwen es schafft. Ja, das ist so cool. Ein Weihnachtsselfie für Instadoc. Wartet auf uns. Seht nur, DJ Gwen ist überall das Thema Nummer 1. Der Glückswickler hat funktioniert. Gwen, der Lockenwickler hat dir kein Glück gebracht. Du warst es. Du hast das so toll gemacht, weil du an dich selbst geglaubt hast. Eigentlich hast du überhaupt keinen Glückslockenwickler an deinem Haar gehabt. Was? Ich habe dir nur geholfen, an dich selbst zu glauben. Es gibt kein besseres Glück als das. Nun, das und der Color Boost Look hilft auch ein bisschen. Fabio, was ist los? Ich könnte auch einen Glücksbringer gebrauchen. Das alles ist eine komplette Katastrophe. Keine Sorge, Onkel. Du wirst es schaffen. Wir haben eine Überraschung für dich. Oh, es gibt nichts mehr, was mir gefällt. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Frohe Weihnachten! Ich danke euch. Meine Glücksbringer seid ihr. Ich liebe euch über alles. keine Sorge. Ich habe den Kauf belegt. I love VIP Pets. Ah, seht mal, Mädels, da kommt Wanda. Ich bin sicher, sie macht gleich einen Livestream. Glaubt ihr, sie stellt Fabius und Fabias mobilen Hasenau vor? Ich kann es kaum erwarten. Hi, Mädels. Ah! Guten Morgen, Glam City. Bleibt dran.
an, denn Maya arbeitet gerade an einem Bollywood-Style-Supertanz und ich bin sicher, sie braucht ein paar Assistenten. Hey, das ist ein Geheimnis. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sein. VIP-Pets, immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Das Geheimnis. Warum hat sie das denn erzählt? Es war eine Überraschung. Ich habe doch gesagt, sie soll nichts sagen. Ganz ruhig. Manchmal ist es schwer zu sagen, ob jemand ein Geheimnis erzählt. Und die neuesten News von unserer Lieblingsmalerin. Von mir? Sieht aus, als würde eine bestimmte Glam-City-Künstlerin darüber nachdenken, ein Wandgemälde zu malen. Hey, das war auch ein Geheimnis. Savannah benutzt das immer. Es hält ihr Haar 2 Tage lang in Form. 2 Tage? Ich kann dafür sorgen, dass es 3 Tage hält. Ich muss nur meine geheime Zutat verwenden. Onkel, hör auf! Wir müssen den mobilen Salon für Wandas nächsten Livestream vorbereiten. Wir haben genug Zeit, beides zu machen. Wie auch immer, meine Geheimzutat funktioniert immer. Hey, das ist mein Lieblingslied. Und das ist eines meiner gesunden Rezepte. Habt ihr auch sicher klar gesagt, dass das Geheimnisse sind? Ich sagte ihr, Wanda, das ist ein Geheimnis. Du darfst es niemandem erzählen. Also Clara geht es wirklich nicht. Kann sie kein Geheimnis bewahren? Von nun an erzählt ihr niemand mehr etwas. Okay? Aber was hast du getan? Zieh bitte einfach. Unglaublich. Ja, meine Formel funktioniert. Sogar die Flasche klebt an meinen Händen fest. Es ist das stärkste Haarfixiermittel. Onkel, du musst uns die Geheimzutat verraten, damit wir es von deinen Händen loskriegen. Niemals. Es ist ein Geheimnis. Mein Geheimnis. Wie du willst. Aber wann das nächste Streaming wird aus dem mobilen Salon übertragen und du kannst nicht auf Sendung gehen, wenn die Flasche an deiner Hand klebt. Oh nein, das wird 3 Tage so bleiben. Was mache ich denn jetzt nur? Bianca, wie wunderbar. Wollen wir etwas essen und ein bisschen quatschen? Was machst du hier? Nichts, ich weiß nicht. Und du, willst du es wissen? Warum überhaupt? Tschüss. Hä? Hi, Nila. Hast du Lust, ein bisschen zu quatschen? Also, ich bin gerade, am Meditieren. Und sie verhalten sich alle sehr komisch. Es ist, als wollten sie nicht mit mir sprechen. Ich kann nicht mal hingehen. Du willst auch nicht mit mir sprechen? Okay, okay, hör zu. Sie sind wütend, weil du nicht weißt, wie man ein Geheimnis bewahrt. Darum wollen sie nicht mit dir reden. Weil sie denken, dass du alles weitererzählst, was sie dir sagen. Also, das war's. Entschuldigung, aber diese Kekse sind so gut. Sag uns die geheime Zutat, damit wir dir helfen können. Nein, das ist ein Geheimnis. Mein Geheimnis. Aber du brauchst Hilfe. Ich kann steigen wie ein Grab. Wandas Livestream wird sicher ein Desaster. Endlich! Ich hab euch gesucht. Juliet hat mir alles erzählt. Ich wusste nicht, dass es so wichtig war oder ein Geheimnis. Das war falsch. Es kommt nicht wieder vor. Ich werde nie wieder ein Geheimnis erzählen. Wie zum Beispiel das, was JB mir gerade erzählt hat über seine Haare. Seht ihr? Wanda, du erzählst schon wieder eines. Oh, Entschuldigung. Ich bin... Furchtbar. Diese Flasche wird für immer an meinen Händen kleben. Ich werde nie wieder Haare schneiden können. Was ist das? Das riecht nach Zitrone. Ich liebe Zitrone. Und es wirkt. Wie hast du das gemacht? Nun ja, ich bin eben ein Formelgenie. Und außerdem habe ich Opa angerufen. Er hat mir die Geheimzutat des Haarfixierers der Familie verraten. Ach, Gott sei Dank bist du hier, Nichte. Und jetzt lass uns den mobilen Salon für Wanders Livestream vorbereiten. Wie ist das gelaufen? Naja, ich habe wieder ein Geheimnis erzählt und... Ich weiß nicht, wie ich mich bei Ihnen entschuldigen soll. Komm schon, du hast das nicht absichtlich gemacht. Ich bin sicher, du kriegst das wieder hin. Glaub an dich. Willst du einen Keks? Die sind so gut. Oh, der Livestream aus dem mobilen Salon wird sicher ein Desaster. Wanda ist sehr traurig. Das sind wir auch. Freunde müssen ein Geheimnis bewahren. Ja, und sie müssen auch vergeben können. Ja, vielleicht waren wir zu hart. Wir sollten ihr verzeihen und ihr noch eine Chance geben. Ja! Ich muss mutig sein und mich entschuldigen, damit meine Freunde mir wieder vertrauen. Sieh mal, Wanda, das ist der Waschbereich, der Laufsteg und hier kann man Selfies machen, wie ein echter Profi. Aber jetzt sind sie so wütend, dass sie mir nicht mal zuhören. Warum schickst du ihnen nicht eine Nachricht im Livestream? Hey, das ist eine tolle Idee.
Aber was, wenn ich zu nervös werde? Was, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll? Was, keine wenn... Sorge, du machst das schon. Wir haben das perfekte Rezept, um sich zu entschuldigen und seine Fehler einzusehen. Fabias und Fabios Colorboost Superlook. Style. Guten Morgen, Glam City. Live aus Fabios und Fabias mobilen Salon. Ein Haarsalon auf Rädern mit allem Komfort, wo ihr die besten Looks bekommt, wie den Colorboost-Look, den sie mir gerade gemacht haben. Ist der nicht cool? Aber wisst ihr, wer auch noch hier war? Die Gewinner der Talentshow. Alexia, Maya, Gwen, Juliet, Bianca. Die nicht nur große Künstler sind, sondern auch die besten Freundinnen der Welt. Mädels, es tut mir leid, dass ich eure Geheimnisse ausgeplaudert habe. Oh, sie ist so süß. Und was für ein cooles Hairstyling sie trägt. Na los, Mädels, wir müssen zu ihr gehen und ihr sagen, dass wir ihre Entschuldigung annehmen. Tschüss, Wanda. Und danke für das Video. Wir suchen dich schon seit Stunden. Ja, wir haben deine Entschuldigung gesehen. Und wir denken, es ist nicht richtig, dass du alleine bist. Wir hätten mit dir sprechen sollen. Freunde kümmern sich umeinander. Sie unterstützen einander, selbst wenn man sich mal irrt. Du bist eine tolle Freundin. Und du siehst umwerfend aus. Wow. Wir lieben dich, Wanda. Oh, danke schön. Wisst ihr was? Ich muss euch ein Geheimnis verraten. Wanda! Kommt schon, es ist nichts Schlimmes. Es ist nur, dass ich die besten Freundinnen der Welt habe. Und ich liebe dich. Oh. Wir lieben dich auch. Dass es nicht irgendwo anders ist? Nein, ich bin sicher, es ist hier. Es muss einfach hier sein. Wirklich? Ich bin nicht so sicher. Die Unterwasserwelt ist ein wahres Wunder. Hey, wuff, wuff. Ihr dürft keinen Müll am Strand liegen lassen. Na, was ist das? Mal sehen. Oh, armer Seestern. Keine Sorge, ich befreie dich. Wo ist der? Wo ist der nur hin? Bleiben. Du musst doch wieder zurück ins Meer. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Stella und der Stern. Meditation. Hi, tut mir leid, wenn ich störe. Mein Name ist übrigens Stella. Hi, Stella. Ich bin Nila. Was kann ich für dich tun? Naja, weißt du, ein Seestern hat sich in meinen Haaren verfangen und ich kriege ihn nicht raus. Kannst du mir behilflich sein? Du bist sehr aufgeregt. Als erstes musst du dich einmal entspannen. Einatmen und ausatmen. Du bist sehr spirituell, nicht wahr? Mhm. Aber auch etwas eitel, denn du hast gerade über ein neues Hairstyling meditiert. Wow, hast du Superkräfte? Woher weißt du das? Du kennst mich gar nicht. Keine Superkräfte, nur gute Intuition. Das mag ich. Ich muss dich meinen Freundinnen vorstellen. Sie werden dich sicher lieben. Hi Mädels. Ich habe Stella kennengelernt. Sie braucht unsere Hilfe, um einen Stern zu retten. Ein Dogfluencer von Doggy Talk? Einen weltbekannten Skateboarder? Einen Filmstar? Nein, einen Seestern. Hä? Seestern? Warum das? Kommt zum Strand, ich erklär's euch. Oh, mein Horoskop sagt, dass ich heute einen Star treffen werde. Wird es ein Filmstar sein oder ein Popmusikstar? Oh, oh, Fabias Haargummi. Chiara. Oh, mir ist ganz schwindelig. Daniela. Ich befeuchte den Seestern, damit er nicht austrocknet und krank wird. Ja, ich habe Taylor geschrieben und sie sagt, dass sie gerade in Australien surft. Oh. Hi, Freunde. Das ist Stella. Sie kann voraussagen, was ihr denkt und wie es euch geht. Versucht's. Sie findet alles raus. Nicht wirklich. Wirklich? Woran denke ich gerade? Du denkst an deine Freundin Taylor, die beim Surfen sehr viele Trophäen gewinnen wird. Oh, ja. Wow. Was ist mit mir? Kannst du es erraten? Es ist etwas Süßes, ein Cupcake. Du hast Superkräfte. Hätte ich Superkräfte, hätte ich vorausgesehen, dass sich ein Seestern in meinen Haaren verfangen wird. Meinst du nicht? Hey! Tut mir leid.
Glaubt ihr wirklich, dass das funktioniert? Aber natürlich, du wirst sehen. Unmöglich, es geht nicht. Der Seestern wird wohl für immer in meinen Haaren feststecken. Stella, ich habe eine Idee. Die Einzigen, die dich retten können, sind Fabio und Fabia. Sieht toll aus, Onkel. Danke dir. Mein Horoskop sagt, dass ich heute noch einen Star kennenlernen werde. Klasse. Dann muss ich mich auch fertig machen. Übrigens, hast du mein Haargummi gesehen? Ich kann es nirgends finden. Das Haargummi? Nein, nicht gesehen. Wo kann es nur sein? Hier ist es. Keine Angst, es macht Riesenspaß. Wow, Fabio, wie stylisch. Was hast du denn gemacht? Ich habe mein Haar sehr sorgfältig gestylt, denn heute habe ich ein Date mit einem Star. Wow. Ja, er sieht blendend aus. Ich würde mir die Haare auch gerne machen, aber ich finde mein Haargummi nicht. Hi, Freunde. Hi, Kiara. Also, ich bin sicher, dass Stella es finden wird. Weißt du, wo mein Haargummi ist? Sieh doch mal in Kiaras Spielzeugkiste nach. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Fabia? Vielleicht irrt sie sich. Ich bin mir ganz sicher. Oh, danke schön. Ein perfekter Pferdeschwanz. Und weshalb bist du so traurig, Stella? Also, ich war am Strand und es war ein schöner Tag. Dann wollte ich Müll einsammeln, den jemand dort liegen gelassen hat. Und ganz plötzlich tauchte dieser Stern auf. Der Star? Wo? Wo? Sie redet von dem Seestern. Oh, der Star singt im Wasser? Am Strand? Wie seine Haare wohl aussehen? Ob er ein spezielles Produkt für den Sand braucht? Nein, nein, nichts dergleichen. Ein Seestern hat sich in ihren Haaren verheddert. Was? Oh, mein Horoskop meinte mit Star wohl etwas anderes. Aber nicht verzagen. Wir werden ihn befreien, damit er wieder zurück ins Meer kann. Ja, Mission Seesternrettung. Um den Seestern zu befreien, werde ich diese Seetankspülung verwenden. Mermaid Style! Danke, Freunde! Ihr habt nicht nur mein Haar gestylt und den kleinen Seestern gerettet. Ihr habt euch selbst übertroffen. Ich liebe diesen neuen Look! Und tut mir leid, ich wollte dich nicht bloßstellen. Keine Sorge, es ist nur ein Haargummi. Bring mir den Seestern zurück ins Meer. Ja! Ja! Juhu! Da du jetzt meinen Haargummi nicht mehr hast, habe ich eine Überraschung für dich. Ja! Ja. Kiara? Das Haargummi? Ah, ich weiß, wo es ist. Kiara hat schon es... Schon okay, Onkel. Mach dir keine Gedanken. Übrigens, Onkel, das hast du toll gemacht. Du hast keinen Star getroffen, aber einen Stern gerettet. Es stimmt. Ich bin ein Held. Der kleine Seestern war so glücklich, wieder im Meer zu sein. Oh, aber bei dem ganzen Müll hier könnten auch andere Seesterne sich verfangen. Ja, lasst uns hier sauber machen, bevor wieder etwas Schlimmes passiert. Wir haben es immer noch nicht gefunden. Warte mal kurz, ich glaube, ich habe es zu Hause gelassen. Wirklich, Lilly? Sieh dir nur dieses ganze Chaos an. Unglaublich. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns auch sauber machen. Ja. Hi, VIP-Pets. Werdet ihr den Strand nochmal verwüsten? Entschuldigung, wir haben etwas gesucht. Aber dann haben wir bemerkt, dass Lilly es zu Hause vergessen hat. Dann haben wir euch aufräumen sehen und wollten helfen. Ihr inspiriert uns. Es tut uns leid. Werdet ihr uns vergeben? Na klar. Mädels, wisst ihr was? Ich kann auch hell sehen. Die VIP-Pets haben ab heute ein neues Mitglied. Stella! Ja! Hallo, meine Lieben! Heute sprechen wir über Alexia, die neue Talentshow-Teilnehmerin, die dank des Zuspruchs ihrer wunderbaren Freunde entschieden hat, teilzunehmen und ihr Talent bei der Street Art zu zeigen. Alexia, Alexia ist die Beste! Alexia ist die Beste! Danke! Mir wurde gesagt, dass wir eine exklusive Live-Schalte mit Alexia haben. Also Alexia, bist du froh, an der Talentshow teilzunehmen? Nachdem du so viel Freude und Farbe in deine Stadt gebracht hast? Okay. Wirklich sehr weise Worte. Ja! Zurück ins Studio. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Yeah. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets.
Fairy-Dad. Alexia, bist du nicht nervös? Du wirst die erste von uns sein, die an der Talentshow teilnimmt. Nervös? Doch nicht deswegen. Denk dann, Hi zu sagen und Jamie um ein Foto zu bitten. Er ist so... Doggy. Hey, sei vorsichtig. Vertrau mir, dein Haar wird super cool aussehen mit meinem neuen Street-Up-Look. Du wirst fantastisch aussehen, wie Madame Lala. Oh, was für ein Desaster. Meine Liebe, ich muss dir was sagen, obwohl alle gesagt haben, ich soll's dir nicht sagen. Na, dann sag's nicht. In Ordnung, okay. Ich sag's dir, ich hatte einen Traum, und zwar von dir. Du hast glücklich gemalt, aber plötzlich erschien eine riesige dunkle Wolke. Stella, wir sagten doch, du sollst nichts sagen. Willst du ihr Angst machen? Keine Sorge, das macht mir keine Angst. Ich mach Street Art, seitdem ich ein Welpe bin. Nichts hält mich jetzt noch auf. Gut gesagt. Hurra, Alexia. Hurra. Hurra. Danke für euer Vertrauen. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Guten Morgen, Glam City. Hier kommt die bekannteste Talentshow der Welt, die darüber entscheidet, was in Glam City trendy ist. Seht auf die Bühne. Ist sie nicht toll? Aber lasst uns unsere berühmten Juroren nicht vergessen. Die coolsten Hunde der Welt. JB, die Teenager-Pop-Sensation. Hallo, ihr Lieben. Wie läuft's bei euch? Seid ihr bereit für die Show? Kelly Cherry, die lustigste und coolste Diva überhaupt. Ich liebe euch, Follower. Küsschen. Und natürlich Saverna, so leidenschaftlich und tough. Legt euch nicht mit ihr an. Ich danke euch, danke. Und zu guter Letzt, Samira, unsere Latin-Supernova. Kein Hund schwingt die Hüften wie sie. Mein Rhythmus lügt nicht. Und jetzt, meine Damen und Herren, macht mal etwas Lärm, um Alexia willkommen zu heißen, die Königin der Street Art. Hi, hallo, vielen Dank. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass du fröhlich gemalt hast und plötzlich tauchte eine riesige dunkle Wolke auf. Die Zeit ist um. Ich glaube, Alexia hat ihre Regenbogenfarben zu Hause vergessen. Aber mal sehen, was unsere Juroren sagen. Ich weiß nicht. Ich dachte, Alexias Stil wäre irgendwie anders. Ich finde es ein wenig dunkel. Ich glaube, dass ich etwas Licht in all dieser Dunkelheit sehen kann. Ja, das ist cool. Das finde ich auch, Savannah. Ich würde gern den ganz eigenen Stil der Künstlerin sehen. Du kommst in die nächste Runde, einverstanden? Ja, von mir ist es ein Ja. Super! Komm schon, Alexia, du hast es ins Finale geschafft. Ja, aber ich war sehr nervös. Ich habe überall nur dunkle Wolken gesehen. Oh, armes Ding. Siehst du, Stella? Du hättest dir nichts von dem Traum erzählen sollen. Ich wollte nur... Du musst aufhören, so abergläubisch zu sein. Stimmt, Alexia. Dein Talent ist alles, was zählt. Du bist ein VIP-Pet. Meine Güte, es regnet wie aus Eimern. Vielleicht ging es in Stellas Traum ja genau darum. Naja... Vielleicht. Keine Sorge, Mädels. Das Wichtigste ist, dass es Alexia ins Finale geschafft hat. Und jetzt machen wir ihr einen spektakulären Look, damit sie inspiriert wird. Etwas richtig Buntes, um ihren strahlenden Stil zurückzubringen. Was meint ihr? Ja! Also, hä? Was ist denn hier passiert? Alles ist so durcheinander, aber bunt. Oh. Ich habe eine Idee. Vertraut mir. Alexia, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass meine Träume dich hemmen und dein Kunstwerk ruinieren. Es muss dir nicht leid tun. Ich bin verwirrt. Um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie einen Traum, der sich erfüllt hat. Ich höre auf meine Intuition, aber das heißt nicht, dass ich die Zukunft vorhersagen kann. Stella, du merkst es nicht, aber deine wahre Kraft ist, eine so gute Freundin zu sein. Obwohl du dich manchmal irrst, versuchst du immer zu helfen. Wir brauchen keine Magie, solange wir Freunde sind. Wir sind die VIP-Pets. Alexia, vielen Dank. Du bist auch eine gute Freundin. Für immer zusammen. Es ist so cool, ein VIP-Pet zu sein. Seid ihr bereit für das Finale? Hier kommt sie, unser Street-Out-Artist Alexia. Meine Hommage an die Freundschaft, denn sie ist die wahre Magie. Oh
Unglaublich! So cool! Also, das ist der wahre Alexia-Stil. Ich liebe es! Meine Glückwünsche, Alexia. Du warst schon immer eine Künstlerin, aber jetzt bist du ein Superstar. Babels, lasst uns diesen besonderen Moment mit diesem Kuchen feiern. Ich habe ihn extra für dich gemacht. Siehst du, diese dunkle Wolke liebe ich. Hey, Vorsicht. Morgen habe ich einen Yogakurs. Jetzt probiere ich ein Haarstyling so schön wie Alexias Street Art. Der Color Boost Look ist einzigartig, Onkel. Das werden wir noch sehen. Nein, ich möchte nicht. Ach, lass mich in Ruhe. Sprich nicht mit mir, ich bin inspiriert. Wow, so will ich bleiben. Aber Onkel, das ist der Color Boost. Mein Color Boost. Hast du meine Idee geklaut? Nein, habe ich nicht. Naja, ein bisschen vielleicht. Nur ein bisschen. Okay, habe ich. Hey, weißt du was? Ich glaube, der würde uns auch gut stehen. I love VIP Pets. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde zu sehen und ihnen meine Entdeckung zu zeigen. Die wird sie umhauen. Ich habe den Meeresduft vermisst. Obwohl, es riecht auch ein bisschen nach Cupcakes. Hm? Ah, aber natürlich, Juliette. Lady Gigi, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Pass auf! Dieser Cupcake ist so lecker. Ich wollte noch mehr mitbringen, aber sie sind mir verbrannt. Also, wie war der Sommer? Ich habe etwas entdeckt. Warte, bis alle hier sind. Sonst musst du die Geschichte ja ganze viermal hintereinander erzählen. Hi! Alexia! Wie waren die Ferien, meine Liebe? Die waren toll. Wie waren eure? Also ich? Gwen! Mädels, wie wunderbar. Ich brauche euch für meinen Tanz. Die Einzige, die noch fehlt, ist Nila. Wo ist sie? Hier. Ich bin als Erste hier gewesen, aber ich war so eins mit der Natur, dass ihr mich übersehen habt. Ja! Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. Die VIP-Pets sind zurück. Also, wir sind alle hier. Bis auf Taylor. Die surft in Australien, um ein Sportstar zu werden. Aber ich wollte euch etwas erzählen, dass... Ich war auf einem Influencer-Treffen und das war... Wirklich? Ich habe einige Yoga-Stellungen gelernt, die ich euch unbedingt beibringen muss. Also, ich habe an einem Sommermalkurs und habe neue Techniken gelernt. Wow, wie cool. Was ist mit dir, Juliette? Also... Ich habe eine Überraschung. Ich habe einen neuen menschlichen Modetrend entdeckt, den wir unbedingt ausprobieren sollten. Er ist einfach umwerfend. Ui, so ist er nicht. Entschuldigung. Hier, seht. Seht, wie es funkelt. Das ist der allerneueste Jahrhunderttrend. Er heißt Glitzer. Wollt ihr ihn mal ausprobieren? Naja, vielleicht. Ich weiß nicht. Glitzer? Dieses funkelnde Zeug, nicht wahr? Ja, alle sagen, er ist furchtbar trendy. Also ich glaube ja, dass dieses funkelnde Zeug besser zum Winter passt. Ja klar, um sich als Weihnachtsbaum zu verkleiden. Wenn wir über Frisuren reden, wir sollten vielleicht unsere Lieblingshaarstylisten besuchen, meint ihr nicht? Ja! Also, ich glaube immer noch, dass Glitzer cool ist. Ich nehme das Magazin mit, um es Fabio zu zeigen. Mal sehen, was sie sagen. Wartet auf mich, Mädels! Was? Bist du stolz? Ha? Natürlich bin ich das. Du hast dir dieses Zertifikat mit harter Arbeit verdient. Ah, ich weiß noch immer, wie du zum ersten Mal in diesen Salon gekommen bist. Und jetzt bist du eine echte Hairstylistin. Es kommt mir vor, als war es erst gestern. Tatsächlich ist es noch nicht lange her. Wie auch immer, dieses Zertifikat braucht einen guten Platz, wo es wirklich jeder sehen kann. Lass mich überlegen. Warte, wir haben Besuch. Mädels! Hi! Oh, oh, meine besten Kundinnen! Wie schön, euch endlich wiederzusehen! Wir kriegen keine Luft! Oh, ja, Entschuldigung. Also erzählt mal, wie waren die Ferien? Erzählt mir alles, alles! Ich war die Jane auf einem super coolen Festival. Und da waren so viele Leute. Und ich habe die ganze Zeit gesungen. Was ist das für ein Magazin, Juliette? Naja, es ist über Trends. Da gibt es einen, der mir echt gefällt. Und ich dachte, dass der euch auch gefällt. Weil meinen Freundinnen gefällt er nicht so. Sieh dir das an, Onkel.
Lass mal sehen. Das ist... Wow! Unglaublich! Atemberaubend! Glitzer ist wundervoll! Wirklich? Findest du? Ich liebe ihn einfach! Was ist wundervoll? Glitzer! Ja, das ist er! Wir lieben Glitzer! Wir haben ihn immer geliebt! Aber als ich es euch gezeigt habe, sagtet ihr doch... Ja! Glitzer ist so cool! Ich will Glitzer! Aber du hast gesagt, er ist gut zum Verkleiden! Möchtet ihr, dass wir den Look an euch ausprobieren? Ja! Ich zuerst! Okay, nicht so schnell. Ich bin die Erste. So, ein Winterlook war es nicht... Warte! irgendwas ist hier vorgefallen und ihr erklärt es mir jetzt. Also, vielleicht ist sie traurig, weil wir schlecht über Glitzer geredet haben. Weißt du, Juliette hat uns den Glitzerlook vorher gezeigt, aber wir haben dem Ganzen nicht viel Beachtung geschenkt. Aber warum? Er gefällt euch doch jetzt. Naja, weil er Fabio gefällt und er ist unser Haarstylist, der Beste auf der Welt. Ja, aber Juliette ist eure Freundin. Und es ist klar, dass die Idee zu dem Look von ihr kam. Was ihr mit ihr gemacht habt, war nicht nett. Du hast recht. VIP-Pets sollten einander immer unterstützen. Hey, Juliette, was machst du da? Ist alles okay? Du bist so traurig aus dem Haarsalon geflüchtet und wir sind alle sehr besorgt. Ich bin nur traurig, weil ich glaube, meine Freundinnen mögen mich nicht mehr. Deine Freundinnen warten auf dich. Sie sind trauriger als du. Wirklich? Aber sicher. Sieh nur. Was habt ihr eurer Freundin zu sagen? Juliette, verzeih uns bitte. Wir wissen nicht, was mit uns los war. Was wir getan haben, war falsch. Juliette, du bist die Einzige, die den Glitzerlook verdient hat. Du hast ihn entdeckt. Und du hast ihn mit uns allen geteilt. Du bist das beste VIP-Pet. Wirst du uns verzeihen? Natürlich. Ihr seid meine besten Freundinnen. Ja! Los, Juliette, komm wieder zurück. Du wirst funkeln. Ich werde den neuen Glitter-Twist-Look an dir probieren. Hört mal, meint ihr nicht, dass dieser Glitzerlook so cool ist, dass wir ihn, ich meine, selbst versuchen können? Hm? Du meinst an uns selbst? Mhm. Ha! Gar keine schlechte Idee. Na los. Und jetzt zum Schluss. Oh, mein Zertifikat. Onkel, du bist der Beste. Ich wäre ein Niemand ohne dich und unsere VIP-Pets-Freunde. Und was kann ich noch zu unseren neuen Glitzerlooks sagen? Sie sind so umwerfend. Ich liebe sie. Wow, aber was ist das? Das ist Glitzer, nicht wahr? Ich liebe es. Seht nur, wie er funkelt. So strahlend. Oh, ich brauche einen Arzt. Ich werde ohnmächtig. Du bist eine Drama-Queen. Dieser Hund schafft mich. I love VIP-Pets.